So, und damit zurück zu Subnautica. Wir werden Questies machen. Tage holt sich eine Tüte Chips, jetzt wird es interessant. So, was hast du denn für mich? Nachforschung, bla bla bla, Koordinate übertragen. Kapsel wurde beim Aufschlag nicht beschädigt. Niemand wurde hinausgeschaltet. Keine Lebenszeichen an Bord. Nachforschung wird empfohlen. Das ist aber weit. Eine Batterie mit? Ja, wir hätten eine Batterie dabei. Warte mal, ist die. Scheiße, die ist, glaube ich, direkt. Das ist das Ding an der Aurora. Da brauchen wir gar nicht hin, ne? Kreaturenei. Mir wurde ja immer empfohlen, dieses kleine Aquarium nicht zu bauen. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem einfach mal ausprobieren wollen. Wo ist hier was drin? Ja. Haben wir schon. Ja, das ist das Ding an der Aurora. Können wir trotzdem mal. Hier waren wir, glaube ich, schon. Ich sehe gerade dunkel. Ja, hier waren wir schon. Werden wir jetzt im Dunkeln auch nichts finden. Nee. Okay, was brauchen wir denn vor Schreck? Wir könnten den Raum im Bioreaktor bauen. Titan. Oder ist das nur eine Sonnenfinsternis? Gerade kein Zeitgefühl. Nee, ist Nacht. Stand das auch irgendwo? Dass Nacht geworden ist, ist mir gar nicht aufgefallen gerade. Prozent. Hier, komm mal ran. Oh. Nehmen wir mit, wenn was dran ist. Hat er den weggepackt gerade? Da, danke. Da, siehst du, nächstes Signal, sehr gut. Passt auch. Und einmal nach Hause. Die nehmen wir nochmal mit. Blei. Kupfer, sehr gut. Titan. Nimm noch ein bisschen Titan mit. Nochmal Kupfer nehmen. Sehr gut. Lohnt sich das zu dieser einen Insel zurückzufahren? Also zu der neuen. Haben wir da viel gescannt? Ja, wir machen erstmal die Quests. Eins nach dem anderen. Dieser Mond am Himmel, ne? Ist geil, ey. Das ist wirklich geil. Sieht so gut aus. Check aus. Da. Was ist denn los, Bambi? Hast du irgendwie. Hat sich die Person gewechselt, die da am Chat sitzt? Das wird mal so aufmüpfig. Hier spricht Rettungskapsel 7. Koordinaten übermittelt. Sieht aus, als wäre der vordere Seemottenhangar um mich herum zusammengebrochen. Da. Bring einmal die ganzen Meds rein. Und dann fahren wir da mal hin. Welcome aboard, Captain. Macht doch nur ein bisschen Spaß. Na gut, dann ist ja gut. Ich hatte nur das Gefühl, dass jemand anderes da mit mal vorsitzt. Zack. Blasenfisch. Na komm, wir machen uns einmal Wasser.
Kann auch einmal noch mal eine Kleinigkeit essen. Und dann werden wir rüber düsen. So, einmal. Einmal kaputt. Zack, zack, zack. So, warte. So. Zack, zack, zack. Und wieder rein. Dann essen wir die. Die werden schlecht, ne? Nehmen die mal mit. Ach, Quatsch, ich wollte es rüberlegen. Mann. Anonym Black Dash. Moin, moin, Tag. Wie gesagt, fühlt euch nicht von mir angegriffen. Ich bin auch ein armer Irrer. So. Ja, wir nehmen die Sachen erstmal mit hier. Das kann nicht so kann nicht schaden. Und wir konnten noch so eine krassen Schwimmflossen jetzt, glaube ich, herstellen. Wollen wir uns zumindest mal einmal kurz angucken. Verstärkter Taucheranzug. Stand das nicht irgendwo? Dachte ich. Ich kann mich auch getäuscht haben. Signalboje sollten wir auf jeden Fall auch nochmal bei Gelegenheit mitnehmen, um die Inseln zumindest so ein bisschen zu markieren. Irgendwas stand auch mit verstärkt, oder war das verstärkter Taucheranzug? Okay, ich dachte, wir hätten irgendwie nochmal andere Schwimmflossen gefunden. War ich der Meinung. Okay, ist egal. Einmal dahin. Nochmal vorher einmal auftauchen, bevor wir da gleich runtergehen. Mal Luft schnappen. Diese Schwimmflossen brauchst du, glaube ich, über diese Aufwertung. Ah ja, stimmt. Das waren die, die man mit so einer anderen Station baut, ja, die ich noch nicht rausgefunden habe. Stimmt. So, und runter. Ah, nee. Das ist der zweite. Zwei von drei. Können wir hier noch was scannen? Hier wurde schon eingebrochen. Feuerlöscher können wir nicht mitnehmen. Rettungskapsel 7. Ja, können wir hier nicht scannen. Da sieht es so aus. Und gleich nochmal. Gucken wir uns mal den PDA gleich nochmal an. Boah, ist das tief, ey. Krass. Schön. So, PDA. Rettungskapseln. So, Rettungskapsel hat Absturz vor circa einer Stunde intakt überstanden. Bla bla, Kapseln ist die ebenfalls zerstört. Eins kommen so, die Hülle beginnt zu sich zu hören. Aus der Urne kann ich sehen, was von der Aurora übrig geblieben ist. Was wir dran sind, alle Notstände in den Bauch. Bla. Ja, okay. Nichts Spannendes. Aber dadurch, dass wir die jetzt gelesen haben, kommt hoffentlich die nächste. Guck mal, hier ist ein Seemottenteil. Hurra! Dann haben wir alle. Psst! Machen wir mit drei zusammen. Nice! Oh, das sieht gut aus. Hallo, hi! Das sieht ja sehr gut aus. Wir auch noch scannen. Okay, bei Kapsel 7 ist dieses Schiff. 30 Sekunden. 30 Seconds, das muss reichen, um hier zumindest nochmal zu gucken. Hier können wir nichts, da kommen wir nur noch rein, da brauchen wir wahrscheinlich das Schweißgerät für. Oh,
Oxygen. Okay, geht los. Ich ja, wollte hoch. Entweder mit der Seemotte oder nochmal einen Wassertank, Lufttank bauen. Also hier sind auf jeden Fall Haie. Hier nochmal Teile zum Scannen. Hier draußen erstmal nicht. Ja, wir müssen. 30 Seconds. Seemotte haben wir. Alle drei. Das wäre bei Seemotte, oder? Ja. Oh, Alter. Jag mir nicht so einen fucking Schreck rein. Wir müssen hoch. Ja, okay, wir können hier unten nicht so. Ist halt zu tief, ey. Entweder bauen wir uns jetzt eine Seemotte. Gucken wir mal. Seemotte, Seemotte, Seemotte. Titanbahn, Energiezelle, Glas, Schmiermittel. Ich glaube, wir bauen uns eine Seemotte, brauchen dafür ja aber auch erst nochmal die mobile Fahrzeugstation. Titanbahn, Schmiermittel, Energiezelle. Das heißt. Schmiermittel. Wir brauchen nochmal hier diese gelben Pflänzlis. Die haben wir bei uns aber auch in der Nähe. Dann bauen wir uns erstmal die. Da ist der große. Wie viel Platz haben wir? Hier sind wir jetzt beide. Ne, ja, hier noch nicht. Einmal hoch. Und da sind die dann. So, das brauchen wir. Machen wir uns einmal voll jetzt, ja? Na? Gehen wir hier nochmal hin? Steht schon irgendwo. Nee. Jetzt ist Inventar voll. Ist ja gut. So, und ab nach Hause. Schmiermittel. Dann bauen wir uns eine Seemotte. Und vielleicht nochmal einen zweiten. Lufttank. Na, wir können hier. Dann gibt es wahrscheinlich nochmal die nächste Quest. Das kann auch nochmal gut kommen. So. Schmiermittel. Mobile Station. Dafür brauchen wir Schmiermittel, Energiezelle, Titanbahn. Titanbahn, okay. Energiezelle. Wie machen wir eine Energiezelle? Batterie zweimal. Säurepilz und Kupfererz. Ach du meine Güte, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Kupfererz. Weil Kupfererz haben wir noch nicht so viel. Batterie. Zwei Stück. Kriegen wir hin? Wir kriegen es doch schon alles hin. Silikongummi. Mist. Ich glaube, wir haben. Kriegen wir jetzt noch einmal hin? Ja. Energiezelle. Siehst du da? Die nächste Quest. Läuft. Und einmal ein Titanbahn. Dafür brauchen wir, glaube ich, 10 Titan. Waren das jetzt zwei? Oder, ne, ein. Einer. Dann einmal. Zack, zack. Noch einmal erstmal Titan. Dann ein Titan Bubble. Zack, und dann einmal die mobile Station. Sehr schön.
Gott, wie der Shutdown geht. Wir kriegen das hin, ne? Und wie gesagt, wenn ich mit eingebunden werden soll ins Gespräch, dann gerne at lpgonchi. So, dann für die... Ah ne, können wir hier nicht gucken, sondern hier. Für die Seemotte brauchen wir auch noch Titanbahn, Energiezelle auf jeden Fall einmal. Also sprich zweimal Batterien, Glas und Schmiermittel brauchen wir dann nochmal. Habe ich jetzt Schmiermittel schon mal nochmal hergestellt? Ne, was machen wir denn jetzt? Ah, fehlt uns einer. Shit. Okay, machen wir den einmal. Zack. Ab mit dir. Alles gut. Alles klar, Jute. So, da vorne. Batterieaufladestation wäre langsam mal geil. War da jetzt einmal... Nee. Komm. Na. Zack. So. Dann haben wir das. Welcome aboard, Captain. Welcome. Moin, moin. So, dann haben wir nämlich einmal Schmiermittel auf jeden Fall schon mal. Ja, Batterien. Dafür brauchen wir Kupfererz. Hier. Noch ein zweites Mal und Säurepilze. Zack, dafür brauchen zwei. Nehmen die mal alle mit. Nur, wir haben hier eine Batterie, die brauchen wir aber. Und hier immer noch eine Ersatzbatterie. Wir bauen schon mal eine. Glückwunsch, Überlebender. Du hast einen Übungsquotienten um 500% übertroffen. Die Daten zeigen, dass Schwimmen deine bevorzugte Aktivität war. Machen wir. Silikongummi brauchen wir dafür wieder. Das heißt... Zwei Dinger. Hier. Kriegen wir hier Kupfererz raus? Ich glaube ja. Hier unten. Na? Zack. Ich glaube ja. Ne, Sandstein. Ah, Silbererz. Haben wir echt schon viel jetzt mittlerweile. Kupfer, sehr gut. Geht Licht nicht mehr, oder was? Ah. Ist ein Buggy. Gold. Oh, shit. 30 Seconds. Diese Viecher. Kupfer haben wir jetzt für Batterie. Nehmen wir mal ein paar hiervon mit. Einmal Titan und wir nach Hause. Läuft. Hier wollen wir hin. Battery. So, dann haben wir jetzt drei und eine über für Energiezelle. So, wir brauchen jetzt nochmal Säure, Silikongummi, richtig? Warte. Ja, Silikongummi. Zack. Zack. Jetzt läuft das Spiel bei dir aber so richtig flüssig und gut. Ja, definitiv. Also jetzt die zweite Aufnahmesession, die zweite Staffel läuft echt mega krass. Kann mich nicht beschweren, ja. So, dann haben wir einmal die Energiezelle fertig. Glas und Titanbahn nur noch. Wow. Easy. Glas. Haben wir sogar fertig. Egal, nehmen wir trotzdem und Titanbahn. Das heißt... Daraus... glaube ich, vier, ne? Wir brauchen 12.
Anstrengung. Nun macht es sicherlich auch mehr Spaß. Ja, man ist einfach deutlich schneller, ne? Ich bin ja auch gespannt aufs nächste. Wir sind ja hier, wie gesagt, in der zweiten Staffel. Bin ja froh drum, dass wir hier auch ein bisschen vorankommen. Aber jetzt muss ich gucken, dass wir hier nicht die Energie aufbrauchen, siehst du? Ist jetzt schon Nacht wieder. Hier kann ich nicht rausgucken. Das sieht so aus, er wird... Ja, er lädt sich langsam auf, okay. Glas. Einmal Glas musst du noch hinkriegen. Na, komm. Einmal Glas noch, bitte. Oh, no. Dann machen wir es einmal drüben. Soll ich mal aufladen? Können wir noch ein zweites Solarmodul gleich bauen? Muss mal warten, bis du in den Pilzwald gehst. Dann siehst du mit dem flüssigen Gameplay wieder ganz anders aus. Die Sonne geht unter, alles klar. Ja, Fabrikator, einen weiteren haben wir noch. Genau. Trotzdem, ein bisschen mehr Solar drüben kann, glaube ich, nicht schaden. Momentan gesichert. So, irgendwo... Da. Plan. Seemodell. Zack, ey. Ist sie schon fertig. Nice. Wo ist sie? Ach, da. Die wird hier in der Luft dahin gezaubert. Nice. So, ist da eigentlich automatisch schon mal eine drin? In der Energiezelle? Ja. Wir hatten ja extra eine gebaut. Okay. Also Licht ist ja, warum auch immer, immer automatisch dran. Dran. Was will der denn da? Kannst du mal wieder... Geh mal zurück da zu deiner... zu deinem Busch, wo du her... Ach, guck mal, automatisch Norden, Osten, Süden, Westen dabei. Sehr gut. Das ist sehr gut. So. Der Upgrader, der würde mich jetzt mal interessieren. Können wir den hier rein theoretisch bauen? Wir haben noch einen Upgrader gefunden. Innenteile. Fahrzeugmodifikation. Build this in a moon pool to upgrade. Moon pool? Ich kann mir vorstellen, dass es hier in dem Raum nicht funktioniert. Glas Computer Chip zweimal. Oh, das sieht aber eigentlich sieht das aus, als wenn er erstmal grundsätzlich hier reinpassen würde. Ich glaube, er meint, ich soll das in so einer Glaskuppel bauen. Kann das sein? Observatorium. Look at the ocean life around you. Ah. Wie können wir unsere Fischis machen, ne? Einsetzen, kann das sein? Oh, wir werden noch ein bisschen bauen, glaube ich. Üben und bauen werden wir noch. Netzwerkraum. Moonpool, Undockstation. Die Übersetzung ist buggy. Ah, okay. Undockstation. Scheiße, eine Undockstation haben wir dann natürlich noch nicht. Ich glaube, eine Undockstation haben wir erst mit dem Riesenboot, ne? Was man da sich bauen kann. Quarz. Jetzt haben wir noch kein Quarz. Wir könnten noch ein zweites Solarmodul bauen. Ich glaube, das macht Sinn. Was machen wir jetzt? Einmal Quarz. Quarz, bitte. So, wir machen einmal die Batterie leer. Die nächste Quest wartet ja auch noch auf sich, ne? Quarz sieht man nicht mehr ganz so gut. Schon siebenmal übersehen bestimmt. Nein, achtmal. Nein, du kannst Fragmente finden von einer Undockstation für die Basis. Eine Kuppel. Ah, okay, danke. Winky, Winky. So. Komm mal ran hier.